So in the last video, we were showing you how we got the material for our Damascus revolver. And today, in this video, we're gonna show you how the material is done. So I'm here with my friend, Marcus X, and he is the blacksmith who's doing the material and all the forging things. So let's have a look on his shop. Hey Markus! Thomas! Ich hätte vor auf damals 10er Start. Ich würde gerne ein paar geile Revolver bauen. Ja, geil. Guck mal, was ich dir Feines mitgebracht habe. Das läuft. Hast du da eine Idee, wie wir da was draus bauen können? Ja, da habe ich eine gute Idee zu. Also Markus, erzähl uns mal, wie machen wir das denn? Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ja, im Prinzip ganz einfach. Wir gehen hin, schneide ich ein Stück runter. Daraus schmiede ich dann ein Flachmaterial. Okay. Dann wird das kombiniert mit einem Werkzeugstahl. Der ist sehr kohlenstoffhaltig. Dann haben wir ein richtig schönes Damaspaket beisammen. Damit wir unser geiles Muster hier kriegen. Richtig schönes Muster raus. Hier geht es uns jetzt um das Muster, aber historisch gesehen kommt der Damaszenerstahl ja eigentlich aus einer ganz anderen Ecke. Kannst du uns das auch erzählen? Ja, kann ich euch mal zu erzählen. Und zwar ist das so, dass Damaszenerstahl quasi der Vorläufer zur Legierung ist, wie man so heute kennt. Man hatte früher weißes und dunkles Roheisen gewonnen aus Erz, geschmolzen in einem Rennofen. Das Dunkle alleine war zu spröde, das Weiße allein war zu weich. Also musste man aus der Not raus das Ganze kombinieren und so ist quasi der Damaszenerstahl, wie man heute kennt, entstanden. Wir haben einiges an Arbeit vor uns, also fangen wir an. Let's go. Jetzt schneiden wir hier mal ein Stück runter vom Rohr und dann können wir unser Paket zusammensetzen. Das sieht schon mal ganz gut aus. Jetzt haben wir das abgeschnitten. Jo. Jetzt soll ich da mal draufkloppen, da das flach wird, oder was machen wir jetzt? Wie geht weiter? Ich würde sagen, machen wir erstmal schön Eis, das ist ein bisschen einfacher. Kannst du mal schön Gas geben. Wir haben ja Feuer gemacht. Also, so sieht's aus. Hauen wir es da rein, oder? Feuer frei. Haut rein. Jetzt zeige ich dir mal, wie das einfacher geht, das Ganze, Thomas. So, Thomas, jetzt sind wir soweit. Ja, sieht schon ganz gut aus. Das haben wir hier schön auf Maß geschmiedet. Jetzt können wir klein schneiden und zusammensetzen zum Paket. So, Thomas, jetzt haben wir hier unser Paket zusammengesetzt. Die dünnen Lagen, so unser ausgeschmiedetes Panzerrohr. Okay. Und die dicken Lagen sind der 2842 Werkzeugstahl. Das ist der Stahl, der nachher dunkel wird. Das Panzerrohr wird silber. Okay, und wenn ich dich richtig verstehe, haben wir jetzt 5 Lagen. Wir haben jetzt 5 Lagen, ja. Wir wollen aber auf 150. 150 Lagen möchtest du schmieden. Wie willst du das machen? Also wir gehen jetzt hin, wir verschweißen das. Dann schmieden wir das auf 5-fache Länge aus. Schneiden es in 5 Teile. Schichten es wieder übereinander. Okay. Sind wir bei 25? Das Ganze nochmal machen, sind wir bei 125. Alright, dann let's go. Das ist viel Arbeit. Markus, was hast du jetzt hier gemacht? Warum? Jetzt kommt hier verkoppelt. Boax drauf, dann zum Fluss bitte. Boax? Ja, damit der Dreck sich alles rauszieht, damit der Ziel besser verbindet. Okay, also der Dreck wird wie beim Löten im Flussmittel, nur dass man nach außen transportiert, damit wir eine saubere Verbindung von den Schichten hinkriegen. Haben wir
Die 5 Lagen sauer ausgeschmiert und wir gehen jetzt von den 5 Lagen auf ein großes mit 25 Lagen. Das werden wir jetzt schneiden, zusammenschmeißen und dann geht's weiter. Wir haben noch viel vor. Der Tag neigt sich dem Ende zu. Jetzt haben wir die 25 Lagen wieder lang ausgeschmiedet. Jetzt wollen wir weitermachen, Markus. Was müssen wir tun? Wir wollen auf über 100 Lagen kommen. Wir fünfeln das einfach nochmal. Dann haben wir 125. Ich denke, 125 Lagen klingt gut. Das sollte reichen. Wir wollen ja auch noch was von der Struktur auf dem Revolver später sehen. Bis gleich. Da so. Wird ein feiner Laufmantel draus. Gehen wir nur an und gucken uns das Muster schon mal an vorab. Genau, das ist eine sehr gute Idee. Ihr wollt ja auch sehen, was wir heute gemacht haben. Genau, machen wir hier mal eine Seite Plank und da gucken wir mal rein. Das ist super, ja, damit wir ein Ergebnis sehen. So was, toughes Ende, Arbeit ist geschafft. Ja, sieht sehr gut aus. Markus, vielen Dank für den Tag. Gerne. Feuer ist schon kalt. Wir waren jetzt 6 Stunden hier und haben geschmiedet. Es ist Zeit, dass ich nach Hause komme. Markus, bis bald. Wir sehen uns. Du hast noch ein bisschen Arbeit, glaube ich. Ich mache mich auf die Socken. Alles klar. Bis bald. Danke dir. Gute Arbeit. Tschüss. So, after a long day, we now got this piece of Damascus steel. We're gonna take it for the barrel. And I think you now nearly can imagine how much work Markus will have to forge the big steel, which we gonna need for the frame and the other parts. So if you don't want to miss it, subscribe our channel and activate the bell.